Alve ist eine Algenwand. Algen sind dort fixiert. Sie sind in der Lage, wie eine Art von grüner Lunge, die Wohnung zu Hause aufzuwerten, aber auch das Raumklima zu verbessern. Uns haben Algen halt immer fasziniert. Wenn man sich vorstellt, dass Algen sogar auf der Antarktis wachsen, auf Eisschollen, aber auch in der Wüste vorkommen. Sie sind halt wirklich überall vorhanden. Je nachdem, welchen Stamm man nimmt, kann man verschiedenste Farben nehmen. Also manche sind eher gelblich, manche haben tiefes Grün, manche sind schwarz. Wir wollten auch immer schon diese Algen den Menschen nutzbar machen, dass sie irgendwie mit uns zusammenkommen, dass wir eine Art von Einheit mit denen leben können, weil sie einfach so viel können und uns so viel zurückgeben. Prinzipiell ist eine Alge ähnlich wie eine Pflanze. Sie kann bestimmte Stoffe aufnehmen aus der Atmosphäre und dann unschädlich machen. Der Vorteil ist aber, dass man eine viel größere Stoffwechselrate hat und dementsprechend kann ich viel mehr CO2 beispielsweise aufnehmen, aber auch Stickoxide. Deswegen haben wir überlegt, das als Fassadensysteme oder Mini-Fassade zu Hause an der Wand zu haben. Die Vision ist, die Luft generell zu reinigen in den Zimmern und natürlich auch im größeren Stil dann auch draußen. Für mich ist Solaga ein junges Start-up mit Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen, die zusammen eine Vision haben. Unter Solaga steckt ein sehr motiviertes, ambitioniertes Team. Solaga sind Leute aus vielen Fachbereichen, auch aus anderen Ländern. Man arbeitet einfach Hand in Hand und unterstützt sich gegenseitig. Und gerade diese Interdisziplinarität ist auch ein großer Vorteil für die Firma an sich, aber auch für jeden Einzelnen. Jeder respektiert den anderen, schätzt den anderen als Kollegen, als unterstützende Kraft. Uns ist es auch wichtig, dass die Leute so eine Art von Mindset, so eine Einstellung haben, wie sie die Welt voranbringen wollen. Wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten momentan mit unseren Prototypen, die wir jetzt auch an den Mann bringen möchten. Aber es gibt noch viele Baustellen, wo man noch Sachen verbessern kann. Mit dem Funding werden wir die Forschung vorantreiben, wie hoch die CO2-Aufnahmerate ist, wie hoch die Stickoxid-Aufnahmerate ist und die Feinstaubaufnahmerate. Und dafür brauchen wir Equipment, um das Ganze eben zu erforschen. Wir könnten Leute einstellen, die bei der Produktion helfen. Wir könnten größere Räume haben, mehr produzieren, größere Anfragen bearbeiten. Das wäre ein Riesenschritt für uns. Wenn biologische Organismen Bestandteil unseres alltäglichen Lebens werden, das ist das Ziel, was wir verfolgen. Und wenn ihr das unterstützt, dann beteiligt ihr euch an dieser biologischen Wende.